Ja, ich bin die Lilli Gundacker und es freut mich, euch hier zu begrüßen. Und ich werde über die Technik und Präsenz in sozialen Medien sprechen. Das ist die Thema, die mir vorgegeben worden ist. Ein kurzer Einblick in Technik und Präsenz in Social Media. Also wir haben eine Facebook-Page, eine Facebook-Seite für Frauenföderation Europa. Und noch eine Facebook-Seite für Frauenföderation Österreich. Und du wirst eher die deutschsprachigen Sachen auf der österreichischen Seite finden. Und manche Sachen sind auf beide Gruppen verteilt. Und grundsätzlich habe ich es auch so eingestellt, dass man, wenn man zum Beispiel Livestreaming macht, dass es dann Cross-Postings gibt, dass man es weiter teilen kann. Und es gibt auch eine YouTube-Seite von Frauenföderation, die ich kürzlich umbenannt habe in Women's WFWP Europe. Es war einfach WFWP. Und in den letzten Jahr, in 21, habe ich 17 neue Videos gepostet, weil wir waren sehr fleißig. Wir haben sehr viele Meetings gemacht. Ich war öfters Zoom-Admin wie heute. Und ich habe sehr tolle Unterstützung gehabt von anderen. Und es ist so weit gekommen, dass, wie ich da ganz oben habe, Victor Regnes und Anthony Cook, die öfters unsere Frauenföderation-Meetings administriert haben. Ich habe ihnen dann den Admin-Rechte für die Facebook-Gruppe gegeben, damit sie auch live streamen konnten auf unsere Webseite. Und das ist für uns eine große Stütze, weil das heißt, da muss ich nicht immer dabei sein, weil es kann nur derjenige, der das Zoom-Meeting Admin ist, kann direkt live streamen. Und ich habe das tatsächlich geschafft. Wir sind jetzt live auf Facebook, WFWP Austria. Und es wäre auch möglich zu live streamen auf YouTube, aber ihr werdet diese Video Recording Aufnahme finden dann auf YouTube und Facebook später. Kurzer Einblick: YouTube und Facebook. Ich habe ein bisschen die Daten angeschaut von den verschiedensten Beiträgen. Manche Events haben wir live gestreamt und nachher noch einen Bericht geschrieben und manche sogar vorher angekündigt. Und es gibt manche Interessenten und manche Likes, ja. Also wenn wir da wirklich eine Reichweite erzielen wollen, dann wenn wir uns sichtbar machen in Social Media, auf den sozialen Netzwerken, dann werden wir eher bekannt und können wir vielleicht Einfluss nehmen. Und da habe ich dann ein paar Zahlen dann genannt auf YouTube und auf Facebook. Die verschiedensten Treffen. Im April bin ich erstmals dazu gestoßen, glaube ich, weil Anfang des Jahres war ich noch in Reha nach meinen Knie-OPs. Und da waren eben 131 auf der YouTube-Seite und 60 auf der Facebook-Seite. Und da sieht man die verschiedensten Veranstaltungen. Und wenn wir posten auf Facebook, da kommen auch Leute auf Facebook und liken diese Events. Und es ging weiter bis Ende des Jahres. Und da haben wir mehr YouTube Resultate, also Ansprüche, Seitenklicks, ja. Also, und ich möchte sagen, das Ganze mit sozialen Medien, mit Netzwerken, ist einfach Probe und Learning by Doing, Lernen beim Tun. Es ist sicherlich nicht immer einfach, wenn es alles unbekannt ist. Aber wenn du da mal probierst, wie ich heute in der Früh schon live gegangen bin in Vorbereitung für dieses Meeting, dann lernt man sehr viel und kann man sehr viel erreichen. Und über das Jahr von den Zahlen, die ich vorher genannt habe, habe ich fast 1.000 auf YouTube Likes bekommen und 2.000, 2.500 auf Facebook.
Und was ich sagen wollte, habe ich genau, eben auf YouTube haben wir 47 Subscribers. Also Leute, die dazu, Subscribers in Deutsch, weiß ich nicht. Und wenn wir 100 haben, dann können wir unseren YouTube-Kanal umbenennen auf Frauenföderation. Und das möchte ich ermutigen. Bitte geht's auf YouTube, auf WFWP Europe und subscribe, damit ihr dann Nachricht bekommt, wenn ein neues Video hochgeladen wird. Und wenn wir 100 erreichen, dann können wir unseren Kanal umbenennen auf einen einfachen Namen, WFWP Europe, und dann kann jeder uns so finden. Und wenn Sie mal schaut auf die Seite, da habe ich die Playlist optimiert, da sieht man die deutschen Videos ein bisschen einfacher und es sind eigentlich hunderte Videos über die Zeiten schon hochgeladen da. Also das ist mein kurzer Einblick in der Technik und da muss ich jetzt Stopp stellen, bis wir uns entscheiden, wer zunächst was macht. Ja, Lili, ich muss mich auch bei dir bedanken für deinen Beitrag. Heutzutage ist wirklich die virtuelle, sozusagen, oder das virtuelle Leben sehr wichtig in der Zeit der Pandemie geworden. So, wer einen Beitrag in diese Richtung leistet, ist wirklich sehr wertvoll, sozusagen. Danke dir.